We want you. Alle Spiele der BKO BBL live. Live. Nur auf Telekom Basketball. Jetzt buchen. Order now. Jetzt mit NBA und Euroleague. Konnte Gießen noch mal was bewegen im Schlussabschnitt. Olajeni mit den ersten Zählern. War das vielleicht der Beginn einer Aufholjagd? Gießen hatte den überragenden Akteur auf dem Parkett in diesem Mann hier, Braden Hobbs. Der traf, der reboundete und der gab gute Pässe. Und er hatte einen hervorragenden Assistenten an seiner Seite, Carsten Tada, fast genauso stark. Hobbs mit dem nächsten Dreier, da waren es nur noch 2 Zähler Rückstand. Unglaublich. Hagen traf im letzten Viertel nichts mehr und konnte auch den Gießener Angriff nicht stoppen. Der Ausgleich durch Olajeni. 80-80 und Carsten Tada zum 83-82, die erste Führung überhaupt. Die Mannschaft, die im Prinzip 3 Viertel wie der sichere Sieger aussah, ging völlig in sich zusammen im Schlussabschnitt, hatte keine Gegenwehr mehr. Gießen wieder mit dem überragenden Duo Hobbs auf Tada, am Ende ein 90-83 Sieg, mit dem niemand rechnen konnte. Das letzte Viertel war schon sehr ordentlich. Keine Beschwerden.